Ja, Malte, der Lieben, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Ja, in der letzten Zeit kamen, wie ich schon sagte, relativ wenig Videos. Lag einfach daran, dass ich gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen hatte. Was ich genau hatte, möchte ich jetzt nicht unbedingt auf dieser Stelle und Art und Weise sagen. Geht euch, denke ich mal, auch weniger was an. Auf jeden Fall ging es mir richtig gut beschissen. Und ich hatte wirklich 2-3 Wochen so gut wie gar nicht den PC an, weil ich auch überhaupt null Elan hatte, mich irgendwie an den PC zu setzen. Und wo es mir dann einigermaßen gut ging, habe ich dann halt wirklich draußen verbracht, an der frischen Luft und nicht unbedingt drin am PC. Von daher hatte mein kleines PC-Gehäuse, mein kleiner PC-Tower hier mal gut Urlaub gehabt, kann man sagen, von 3 Wochen. Sollte auch mal ganz gut sein bei dem Wetter. Und ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt wieder durchstarten. Aber durchstarten nicht im Sinne von 5 Videos am Tag, sondern halt ja, ein paar mehr Videos als bisher. Und dazu habe ich jetzt mal eine Umfrage erstellt von Strawpoll. Danke nochmal an Fedor, ich habe ihn nämlich extra vor uns bei WhatsApp angeschrieben, wie die Umfrage Dingsbums da Gedöns hieß, weil mir fiel das nicht mehr ein und bei Google habe ich nichts gefunden. Auch danke nochmal an die Leute, die bei Facebook mir so schnell geantwortet haben. Und ja, auf jeden Fall findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu der Strawpoll-Umfrage. Und ja, die Frage heißt einfach, welches Videogenre ihr mehr oder bevorzugt sehen wollt auf meinem Kanal. Ich werde sowieso noch, ich sag mal so grundsätzlich, die Videos bringen, die ich jetzt auch schon bringe. Allerdings eventuell spezifischer, schweres Wort zum Samstag früh um 8. Auf jeden Fall. Ja, ihr habt als Antwortmöglichkeiten 4 Stück. Und zwar halt als erstes die Real-Life-Commentaries, wie ich sie auch schon am 15.08. hochgeladen habe. Oder allgemein mehr Real-Life-Videos. Dann die Shooter-Commentaries, Let's-Cook-Videos und die Let's-Plays. Unter Let's-Plays zähle ich auch sowas wie Road to Gold, Minecraft und so weiter und so fort. Also alles, was mit Spielen zu tun hat sozusagen. Und ja, ihr könnt halt, wie gesagt, dort einfach ankreuzen, was ihr mehr sehen wollt. Oder was ihr allgemein schon jetzt seht, wie auch immer. Und ihr könnt also mehrere Auswahlmöglichkeiten antworten. Ihr müsst euch jetzt zum Beispiel nicht auf eins fokussieren, also ihr könnt da mehrere Antworten geben. Und ich bin ja echt mal gespannt, was so rauskommt, weil ich meine, bei mir ist es halt im Moment so, ich mache sehr gerne auch Shooter-Commentaries, wenn ich dann mal ein gutes, ja, Thema gefunden habe. Oftmals ist es halt wirklich so, dass schon eine andere YouTuber das hat, das Thema, und wenn ich das halt dann mache, heißt es dann wieder von wegen hier Fake und keine Ahnung was und nachmache und sonstiges. Und an sich mache ich halt wirklich gerne Shooter-Commentaries, aber ja, ich muss ehrlich dazu sagen, das Real-Life-Commentary, was ich jetzt am 15.08. gemacht habe, fand ich persönlich sogar fast noch cooler. Einfach aus dem Grund, ich war draußen. Ihr hattet zwar nicht so viel zu sehen gehabt, allerdings ist mir aufgefallen, dass ihr das Video, ich sag jetzt mal, oder dass mehr Leute das Video bis zum Schluss angeschaut haben, als zum Beispiel ein Shooter-Commentary, wenn ich ein Gameplay kommentiere. Da schalten die meisten schon nach, keine Ahnung, 2-3 Minuten ab. Aber bei dem Commentary war es halt so gewesen, dass halt wirklich viele bis zum Schluss geschaut haben, was ich sehr cool fand. Und ja, auf jeden Fall, ja, werde ich trotzdem jetzt noch ab und an Let's Cooks bringen. Ich habe halt in der letzten Zeit sehr wenig gemacht, weil auch das, was ich gekocht habe, ja, trotzdem noch gemacht habe, aber halt nicht gefilmt habe, weil oftmals habe ich dann keine Lust, irgendwie in der Küche dann großartig alles Mögliche aufzubauen dafür. Und dadurch, dass mein Freund auch gerade gesundheitlich zu kämpfen hat, sozusagen, kann er es auch nicht machen. Oder ich will auch nicht, dass er jetzt so großartig rummehrt in der Küche. Und ja, ansonsten, was gibt es noch Großartiges zu sagen? Eigentlich nicht ganz so viel, außer dass ich jetzt seit ungefähr fast einem Monat zu kämpfen habe, um endlich die 6000 Abonnenten zu bekommen. Gut, okay, wie gesagt, ich war in der letzten Zeit auch ein bisschen inaktiv gewesen, aber mir soll es auch egal sein, auch wenn ich jetzt hier noch weiter 12 Milliarden Jahre warte, bis die 6000 Abonnenten. Aber das ist auch egal. Und übrigens, für die Leute, die jetzt ganz aufmerksam bis zum Schluss geschaut haben, in diesem Video ist ein Gewinnspiel versteckt. Und zwar sieht das so aus, dass ich in diesem Video ja einige Buchstaben versteckt habe in dem Video. Aber die Buchstaben sind halt nicht nacheinander, sondern die Buchstaben sind, ja, wirrwarr im Video verteilt. Und ihr müsst aus den Buchstaben ein Wort rausfinden. Wenn ihr dieses Wort gefunden habt oder ihr zumindest denkt, dass das dieses Wort ist, schreibt ihr mir eine PN.
Ganz wichtig, nicht in den Videokommentaren reinschreiben, Sonntag eine PN schreiben mit dem Betreff Gewinnspiel. Und ja, schreibt dann dort dieses Wort rein. Ich werde dann wahrscheinlich, ich sag mal, am Sonntag nach der Gamescom, Sonntag oder Montag nach der Gamescom, also das wäre dann der, wartet, lass mich kurz schauen. Das wäre der 25. oder 26. August, werde ich das dann auslosen. Gewinnen könnt ihr einen Steam Key Code, und zwar von, nicht Steam Key Code, einen Origin Code für Battlefield 3 und einen Steam Code für Medal of Honor. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die kleine Aktion. Wie gesagt, alles Wichtige findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, schönen Sonntag, schönen Samstag noch, schönes Wochenende allgemein. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.